Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Need for Speed Heat. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ihr habt es schon im Titel gelesen. Ich bin jetzt hier in der Nacht unterwegs auf der Jagd nach neuen Heat-Teilen. Und vielleicht habt ihr ja Bock, mich dazu begleiten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich ein bisschen die Bullen ärgern. Allerdings müssen wir natürlich erstmal unser Heat-Level hochballern. Und deswegen fahre ich hier mal ganz kurz ein Rennen. Man kann es natürlich auch auf andere Arten und Weisen machen, dass du schneller im Heat-Level steigst. Aber ein Rennen ist immer fein. Gerade das hier bei der Garage direkt ist relativ easy, weil es sehr viel geradeaus geht, wie ihr schon gesehen habt. Ansonsten, Freunde, wie immer natürlich, wenn ihr noch mehr sehen wollt von dem Spiel, lasst es mich gerne wissen. Und wenn ihr Bock habt, vielleicht, dass wir nochmal uns ein Auto gönnen oder so, auch das gerne in die Kommentare knallen. Da sind sie doch schon, Aber natürlich nochmal der kleine Hinweis in eigener Sache, folgt mir auf Instagram. Und wenn ihr dieses Video jetzt seht, Junge, warum stehst du mitten auf der Kreuzung, du bist ja bescheuert, ey. Wenn ihr dieses Video jetzt seht, gibt's bei meinem Partner Instant Gaming nicht nur das Gewinnspiel noch, obwohl es müsste jetzt langsam mal auslaufen, ein Monat ging das, sondern auch jetzt natürlich Black Friday Sales, also da könnt ihr natürlich auch nochmal ein wenig sparen und supporten. Besser geht's ja wohl nicht, Alter. Das ist ja ein Traum, Alter, Was ist eigentlich mit meinem, Auto los? Irgendwie hat der Schluck auf oder sowas. Hört ihr das? Das ist richtig am Röcheln, Alter. Als wenn er richtig derbe erkältet ist. Richtig fetten Husten, weißt du? Schön auf die Lunge, Alter. Zu viel am Smoken gewesen. Das kommt halt davon, ne? So. Okay. Jetzt schauen wir mal, welches Level wir jetzt sind. Wir sind schon Level 3. Perfekt, siehste. Guck mal an. So schnell kann es gehen, weißt du? Ein Rennen gemacht, einmal kurz die Bullen abgehangen, sofort Heat Stufe 3. Und deswegen gehen wir uns jetzt ein neues Heat-Teil holen, Freunde. Alter, was ist denn los, Junge? Kleiner Wagen, was ist denn los, Jumbo? Lambo Jumbo. Ah, ja, ja, Lambo Jumbo. Ah, ey, Junge, Scheiße, das ist so. Das ist so dumm einfach nur. Aber egal, es macht Spaß, Leute, es macht Spaß. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich fahre diesen Wagen viel lieber als den. Königseck. Obwohl er natürlich auch nochmal eine Ecke vom High-Class-Wert krasser ist, aber. Ich bin ja gerade ein bisschen auf Zerstörungsmodus. Was ist los mit dem. Was ist denn los, Alter? Der hat richtig. Es ist so, als wenn du wirklich richtig erkältet bist, du atmest aus und dann röchelt es, weißt du? Ihr kennt das, oder? Die meisten von euch kennen das bestimmt. Übelst eklig, ich hasse das, gerade wenn du, schlafen willst und dann röchelst du da, ohne dass du was gemacht hast. Alter, aber was ist hier los mit meinem Baby? Was ist denn passiert? Was ist das? Das hört sich so nice an. Ah! Fahren! Lernen fahren, Junge! Also, mich meine ich damit natürlich. Gerade in der Nacht soll ich jetzt hier nicht in jeden anderen Wagen reinkrachen wie ein Idiot. Oh! Boah. Hallo, hallo! Ich muss alles zerstören, Jedes Schild mitnehmen, Freunde. Ist ganz klar. Freunde, ansonsten würde mich mal interessieren, ja, die Frage mal für diese Folge. Was ist so allgemein euer Lieblingsauto bisher von den ganzen, die es jetzt hier in dem Spiel gibt? Welches Auto findet ihr am geilsten? Wir haben ja schon alle durchgeschaut, was findet ihr am geilsten? Was würdet ihr euch auf jeden Fall holen? Oder was habt ihr vielleicht euch selber geholt im Auto, im Rennspiel als Auto? Was habt ihr euch gegönnt? Und warum? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare ballern. Es gibt ja sehr viele schöne Autos hier in dem Spiel. Deswegen fällt die Auswahl wahrscheinlich gar nicht mal so leicht. So. Schauen wir doch mal. Die Rennen sind ein bisschen härter. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich habe hier gehört, man muss gewinnen das Rennen. Ich habe da gehört, es reicht, wenn ich nur teilnehme. Wie gesagt, bisher habe ich jedes Rennen gewonnen. Als ich mir die Heat-Teile geholt habe, Alter, der Wagen links neben uns, der sieht ja auch sexuell aus, Alter. Krass. Ja, hier sind natürlich nur High-Class-Autos dabei.
Hey! Boah, Junge, shit! Shit, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ey, ich nehme jedes Auto mit. Bin ich dumm und hässlich zugleich? Ich habe den Schwierigkeitsgrad auch wieder erhöht. Im Vergleich zum letzten Mal. Mal schauen, ob das schon zu hart ist für mich. Ach komm, halt dein Maul, Junge! Ey, so geil die Spiegelung unten auf dem Asphalt, wenn wir irgend über eine Pfütze... Ja, ey, ich nehme auch jeden mit. Jetzt habe ich selber auf den Boden geguckt, wie ein Idiot. Nur Scheiß am Fahren hier, aber es reicht noch, es reicht noch. Sauber gemacht, Junge. Okay, alles klar, cool, Mann. Wir sehen uns später beim Donuts fressen. Ich glaube, mir fällt gerade mal ein, wo ich das gerade sage. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Donut gegessen. Oder? Ist das krass oder ist es so, ja, ist schon heftig, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ey, ich nehme jedes Auto mit. Ich fahre wie der letzte Idiot, oder? Wie im echten Leben halt. Einmal die Karre nicht unter Kontrolle. Ja, die anderen sind ja super weit vorne, Junge. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufholen hier. Ah! Was war das, Alter? Ah! Was war das, Junge? Was war das? Warum habe ich so rumgeeiert? Ja, ich? Ich? Meinst du mich? Alter, der erste haut aber ganz schön weiter ab hier. Ein bisschen einholen, Freunde. Ich muss vielleicht mal, ich habe das bei dem Auto noch gar nicht gemacht. Ich muss vielleicht mal entweder noch mal ein bisschen was an den Teilen ändern oder am Live-Tuning. Gut, dass man den Baum wegkloppen konnte, der war schon ziemlich dick. Aber erstmal muss ich den einholen jetzt hier. Chess, Junge! Shazam, Junge, Shazam! Ah, was ist das, Junge? Es gibt's doch nicht! Mein Gott, Alter, das ist eine verwirrte Oma gewesen auf der Straße, ey. Es... Komm schon! Yippie! Boah, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man gewinnen muss, aber ich hab gewonnen. Alter, Junge. Direkt spannender wieder. Direkt viel, viel spannender. Ja, alles klar, die Bullen sind hinter mir her. Kein Problem, Brudi. Und schon weg. Schon weg. Lappengesicht. Lappengesicht, Bruder. Lappen. Okay. So, Freunde, wir sind natürlich auf No Risk No Fun Style unterwegs. Das heißt, ich werde mich jetzt noch auf Stufe 5 bringen. Deswegen jetzt einfach mal schnell das nächste Rennen, was hier am Start ist, nehmen, Alter. Damit ich Stufe 5 bin und dann holen wir uns noch das andere Teil. Alles eigentlich noch easy. Eigentlich fällt mir selber gerade mal ein. Eigentlich ist es dumm, dass ich mir das immer noch nicht reingepackt habe, die Hilfs-Items. Selber Reparatur, ich habe immer noch das mit dem Radar drin. Warum auch immer. Frag mich nicht warum. Wäre besser gewesen, aber ich habe ja trotzdem noch drei Reparaturen für die Nacht übrig. Das heißt, selbst wenn die Bullen gleich hinter mir her sind, mit Helikopter, mit Spürhunden, Alter, mit Schnüffelnasen, mit Robocop, dann sollte es trotzdem schon gehen, ey. Mit Chief Wiggum. Wenn der sich aus seinem Stuhl erhebt,
Auch vor dem kann ich abhauen. Gar kein Problem, Freunde. So, diese Rennen in der Nacht sehen richtig nice aus, muss ich einfach sagen. Also nachts sieht das Spiel sehr nice aus. Aber tagsüber ist es eine kleine Katastrophe, Alter. Eine kleine Katastrophe, weil so wenig los ist, finde ich persönlich viel zu wenig los. Aber was ich eigentlich sagen wollte, geil wäre es, wenn du in der Nacht aus der Cockpit-Perspektive fahren könntest, weißt du? Das wäre geil. Ein richtig geiles Geschwindigkeitsgefühl bei diesen ganzen Neonlichtern und alles drum und dran. Das wäre schon ganz cool. Wie auf dem kleinen Radar die ganze Zeit mein neues Teil mir am Arsch klebt. So gefällt mir das. Also nicht, wenn ein Teil mir am Arsch... Ach, egal. Hört schon wieder auf... Hört... Oh, vorne, hört auf, schweinig zu denken. Was ist da los? So geil, die Spiegelung. Könnte man fast denken, das ist ein Doppel-Red-Lightsaber-Schwert aus Star Wars. Das macht schon direkt Bock. Das macht gerade richtig Bock gerade einfach. Echt nice. Mal aufpassen. Die Bullen kommen vorne. Hallo. Okay. Ich habe die Zielperson gefunden. Der ist noch allein schon, dass sie mir nochmal unter die Augen gekommen ist. Ich darf sie treiben. Ich bin wieder auf der Jagd. Ich bin wie er gedisst wird von der Alten. Oh, Junge. Oh, schön, 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 schön. So. Ja, trotzdem Kilometer Abstand wieder. Aber das Rennen war ja sowieso, die Autos sind ja sowieso nicht auf meinem Level. Also von der Power her. Deswegen ist es jetzt auch keine große Kunst. Oh nein, ich habe die Bullen gleich einmal umrundet, Alter. Da vorne warten sie schon wieder. Warte mal eben ganz kurz. Achso, nee, jetzt wird es ja gerade gar nicht angezeigt. Das war hier ganz oben. Ja, ganz oben. Natürlich, natürlich, natürlich. So, das ist immer so ein kritischer Moment, weil du gerade kein Radar hast. Ey, die Sau wartet natürlich. Yo! Oh Gott. Junge, Undercover Operation hier. Haut mal ab! Guck mal, wie die sich da drehen! Guck mal, was machen die da? Was machen die da? Die verarschen mich doch. Er dreht da Kreise, er macht da Donuts selber. Und sagt, ich war es am Ende. Die Sau. Zieht euch das mal rein, ey. Das gibt's doch nicht. Ey, ich komme da nicht vorbei. Ich muss irgendwie... Ich muss andersrum fahren. Wir fahren jetzt andersrum einfach. Die Schweine, wie die da an der Kreuzung warten, ey. Habt ihr das gesehen auf dem Radar? Wenn nicht, schwupp nochmal zurück. Die kleinen Pisser. Jetzt könnte ich mir vielleicht mal... Vielleicht schon mal eine Reparatur gönnen, sobald wir eine finden. Ich meine, so viel Schaden haben wir jetzt noch nicht genommen, aber wenn ich jetzt das Rennen gleich zu Ende fahre und gejagt werde, weil man wird in den Heat-Leveln safe immer gejagt, da kommt safe immer Polizei, Bullerei. Und dann habe ich ja zwei heiße Teile am Arsch. Also, Junge, das darf ich nicht nochmal sagen, das klingt zu komisch. Oh, oh, warte, 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 da ist ein Flamengo, Flamengo vor allen Dingen, ja, Flamingo meine ich. Den hol ich mal ganz kurz, warte. Den muss ich mal ganz kurz holen. Weil die Flamingo-Boys, die habe ich bisher alle mitgenommen. In der Hoffnung, vielleicht doch den Porsche irgendwann freizuschalten, aber alles andere würde ich jetzt, würde ich wirklich nicht machen, ja. Die ganzen Sprungschanzen und so würde ich jetzt nicht machen. Aber wenn ich so einen Flamingo-Boy sehe, dann nehme ich den schon mal mit. Okay, Freunde, so, jetzt bin ich Stufe 5. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe gerade, als ich gestartet bin, die Fahrt hier hin, habe ich gar nicht darauf geachtet, dass ich gar nicht Level 5 bin. Wahrscheinlich hat der eine oder andere sich schon gewundert, ey, was labert der, Alter? Ich schwör, warum? Aber jetzt habe ich es ja geschafft. So, let's go.
musste tatsächlich einigen Bullen ausweichen. Aber ich habe mich schon mal repariert. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber das Auto ist repariert. Jetzt muss ich nur. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man hier drin gewinnen muss. Keine Ahnung. Boah, der Ferrari, Alter. Boah. Hätte ich auch schon Bock drauf, ey. Alter. Ich bin falsch abgebogen. Fängt er gut an. Fängt er gut an, Junge. Aber kein Problem, das hol ich noch auf. Wow, ganz knapp durchgequetscht durch die alte Spalte da. Upsi, sorry. Fast den Checkpoint verpasst. Oh, jetzt kommen die Bullen, jetzt kommen die Bullen mit Helikopter-Action, Alter. Und ich habe sowieso schon ein heißes Seil dabei. Ach, das ist ja voll kurz, das Rennen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, Alter. Oh Gott, jetzt werde ich ja erfahren, ob das zählt. Ich habe trotzdem zwei Teile rechts oben. Okay, man muss tatsächlich nicht gewinnen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass das Rennen so kurz ist, Alter. Ich dachte, es wäre so ähnlich lang wie das letzte. Werde ich noch verfolgt? Werde ich verfolgt? Wenn der Helikopter über mir kreist, aber unten nichts steht, heißt es, ich werde verfolgt? Scheint nicht so. Scheint nicht so. Woo! Haha! Haut rein, ihr Loser! Anscheinend nicht. Den Job nehme ich mit. Nein! Ich nehme ihn trotzdem mit. Yippie! Jawohl, alles klar. Hä? Warum haben die Bullen mich aus den Augen verloren direkt? Was war das denn jetzt? Hat an dir ganz schön zu knabbern, ha? Du würdest auch gerne mal an meinem Boy knabbern, oder? Kann das sein? Oh. Neue Kurbelwelle, Junge. Kurbelwelle Ultimativ Plus, oder? Wieso bringst du eigentlich nie was mit? Keine Donuts, keine Pizza, gar nichts. Weil du Scheiße laberst, du Nervkopf, ey. Guckt euch das mal an hier. Guck mal hier, zack. Ballern wir direkt mal rein hier ins Auto. Hat er sich verdient, der kleine Lambo? Hat er sich verdient? Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Guck mal an hier. Ja, das macht das alles langsamer. Aber egal, Freunde. Ach, guck mal hier. Oh, nee, nee, nee. Das nehme ich nicht. Das nehme ich nix, Alter. Nix mache ich. Nein, nein, nein. Was könnte ich denn noch nehmen, dass er ein bisschen... so ein bisschen ruhiger ist. Ihr habt ja gesehen, wie ich teilweise übelst am Wackeln war. So, guck mal hier, das Reparaturkit hole ich mir mal eben. Ich bin ja sowieso immer mit dem Auto unterwegs, nachts auf den Streets. Sorgt dafür, dass sie schneller aufgepumpt sind wieder. Meine Reifen waren nicht ein einziges Mal platt. Legen die wirklich Krähenfüße aus? Oder hier dieses... was ist es? Wisst schon, was ich meine? So ein Nagel-Dingsbums? Ist mir bisher noch nicht einmal passiert. Und das gönnen wir uns mal. Übrigens, wie ihr vielleicht seht, es ist ein ganz leicht veränderter Lack. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Mit diesen Chromstreifen, aber trotzdem in dem Rot. Chrom, sag ich, Carbon meine ich. Sieht ganz geil aus, finde ich. Ja, gut, okay, Freunde. Das war's. Ich wollte euch das mal zeigen. Der eine oder andere hat auch nachgefragt. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Also, das ist wirklich, also, keine Ahnung. Achso, hier übrigens der Mazda, den habe ich mir noch gegönnt. Zwischendurch als Driftauto läuft eigentlich ganz gut.
Ich dachte, der wäre nicht schlecht so als Drift Auto hier, der legendäre natürlich Underground Nissan Skyline. Und ich habe gesehen, es gibt noch ein paar mehr Ikonen, sag ich mal, oder Legend Cars. Aber nicht so viele. Ich glaube 5, 6 Stück oder so, ne? Naja. Egal, Freunde, das war's. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Need for Speed Action, dann auf jeden Fall bewerten. Und natürlich in die Kommentare schreiben, was. Was sollen wir machen? Ich glaube, die Folge war vom Rennspaß her auf jeden Fall höher als die letzten, ne? Die waren, also wie gesagt, ich hätte vorher nochmal den Schwierigkeitsgrad erhöhen sollen. Hier war das echt, das war echt nice. War geil, waren geile Rennen auf jeden Fall dabei, fand ich. Gut, also wie gesagt, lasst gerne Feedback da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ansonsten Videobeschreibung abchecken, Instagram und checkt auch mein Partner Instant Gaming ab. Da kann man zum Beispiel Need for Speed holen oder Guthaben und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Black Friday Sale. Haut rein!